Hallo, ich musste von neu aufnehmen, denn ich habe vergessen, meine kleine Tischlampe anzumachen. Also, damit die Beleuchtung besser ist. Ihr wisst, ohne Beleuchtung kann man schlecht Döner essen. Wie auch immer, ich wollte über ein paar Varo-Teilnehmer diskutieren. Bananen. Und zwar ein bisschen lästern. Ich habe ein Team gefunden, namens Rote Rächer. Also, ich meine, im Team ist einmal Rotpilz dabei und der liebe Balui. Balui ist meiner Meinung nach ein riesengroßer Hurensohn. Bananen. Ich habe jetzt gerade auf seinen Kanal geguckt, der hat vor 17 Stunden ein Video hochgeladen mit insgesamt 200 Klicks und seine letzte Varo-Folge hatte 800 Klicks. Ich meine, ist schon etwas, aber Digga, wen willst du hier? Von welchem Bastard wurde dieser Typ denn eingeladen, dass er mitmachen darf und was machen wir die ganze Zeit? Ja. Du kleiner Bastard, ich will meine Yeezys wieder. Nachdem ich auch wieder meine Yeezys habe, kann ich weiter kommentieren. Da gibt es natürlich viele andere Varo-Teilnehmer, die eigentlich das gleiche machen, die einfach keinen Cut reinsetzen, nicht mal spannende Musik reinpacken. Also ich weiß ja, dass man in Varo sowieso nicht cutten darf, aber ich meine mit Cut einfach nur ein Pre-Intro reinschneiden und ich meine, so aufwendig ist das Ganze auch nicht. Banane! In meinen Augen ist das Projekt einfach nur richtig billig gestaltet worden von vielen und es gibt YouTuber mit 1000 Abonnenten, die das eigentlich auch deutlich besser machen würden. Ahmed, geh doch drauf. Ich kann nicht rennen. Aber trotzdem habe ich den gefickt. Ahmed, warte, warte, geh da. Guck mal, ich verstehe sie, wir sind einfach die Besten. WTF, was ist das? Ahmed, guck dir das mal an, das ist doch nicht normal. Wir haben gewonnen. Haben wir wirklich gewonnen? Ja, ich hab's. Ahmed, easy, get wrecked. Ich liebe dich, Schatz. No homo. Herz. I love you too. Das, was ich eigentlich sagen wollte, ist einfach, dass Varo immer ausgelutschter wird, denn was ich eigentlich sagen wollte in dieser Folge, dass es richtig scheiße ist, dass so ein Balui einfach in so einem Projekt mitmachen darf und ein YouTuber mit 5000 Abonnenten, der sich mega viel Mühe gibt, nicht mitmachen darf. Ich meine, es gibt sicherlich den einen oder anderen YouTuber, den ich es wirklich gönnen würde, aber er würde niemals reinkommen. Zum Beispiel ApoRed. Mich würde es auch noch interessieren, für welches Team seid ihr eigentlich? Oder wart ihr? Denn es sind wirklich richtig viele gestorben und irgendwie auf eine Art hätte ich mich mehr gefreut, wenn Nebel nicht mitgemacht hätte. Wir zocken gerade auch auf den, ich bin gestorben, Twedium.net Server. Nochmal Grüße gehen raus hier an den Yannick, der kleine Bastard, der mir den YouTuber-Rang weggenommen hat. I got broads in Atlanta, she's at the lean in the family, credit cards in the scammers, hitting the licks in the family.